Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 9. Juli. Der Text für den heutigen Tag steht in 2. Mose 20, Vers 17a und ich lese nach der Hoffnung für alle. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Abel, steh auf, schreit er in die flimmernde Luft. Er wirft sich neben seinen Bruder auf den trockenen Ackerboden. Seine Hände krallen sich in die harte Erde. Abel, steh auf! Doch Abel steht nicht mehr auf. Totgeschlagen. Sein Bruder Kain ist zu einem Mörder geworden. Und der sollte doch der Hüter seines jüngeren Bruders sein. Kain und Abel haben Gott ihre Opfer gebracht. Früchte bzw. die Erstgeborenen der Herde. Aber nur Abels Opfer sah Gott gnädig an. So steht es dort im Text. Keine Begründung, keine Rechtfertigung hat er dafür gegeben. Wieso soll auf Abels Opfer Segen liegen und auf meinem nicht, mag sich Kain gefragt haben. Wie kann man das auch verstehen? Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel und Gott schweigt dazu. Kains Schmerz über Gottes Nein zu ihm frisst sich durch seine Eingeweide. Sein Neid auf den unverdienten Segen des Bruders wächst und ballt sich in seinen Fäusten zu unbändiger Wut. Die Geschichte von Kains Brudermord an Abel hat eine der großen Gefühlsregungen zum Thema, die seitdem unzählige Menschenleben beeinflusst hat, den Neid. Wieso hat er, was ich nicht habe? Wieso hat sie es besser getroffen? Dabei ist sie doch kein besserer Mensch. Neid wird in den 10 Geboten angesprochen. Könnte wer heute neidisch ist, zum Mörder werden? In den meisten Fällen erschlagen wir denjenigen nicht, dem wir etwas neiden. Doch ich möchte sagen, wer neidisch ist, ist wie ein Mörder. Weil Kain im übertragenen Sinne auch heute überall auf der Welt seinen Bruder erschlägt. Wir alle sind wie Kain, wenn wir einem anderen Menschen sein Glück nicht gönnen und in Wut geraten. Durch meinen Neid auf den, der scheinbar heil und gut durch sein Leben gleitet, nehme ich ihm sein Leben, weil ich ihm sein Glück nicht gönne. Aber zugleich nehme ich damit auch mir selbst die Möglichkeit, glücklich zu werden. Damit meine ich kein unversehrtes Glück, sondern eines mit allen Narben und Schrammen, die mir das Leben zugefügt hat. Kain, der Brudermörder, lebt ein Stück weit in uns allen. Das Kainsmal, ein Zeichen, damit niemand ihn töten würde, tragen wir heute noch auf der Stirn. Die Dichterin Hilde Domin bittet: Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen. Ralf R. Eigenbrot.